Was war das bitte für eine Börsenwoche? Eigentlich hatten wir extreme Unsicherheit durch die US-Wahl, durch die Arbeitsmarktdaten am Freitag und auch durch die Fed. Und was hat der Markt gemacht? Eine der besten Börsenwochen, die wir jemals gesehen haben. Die Nasdaq ist um fast 10% gestiegen, so viel seit 10 Jahren nicht mehr. Und auch die europäischen Märkte konnten eine deutliche Rallye hinlegen. Seit Samstag wissen wir, Joe Biden wird der nächste Präsident der USA. Alle wissen es. Sogar George Bush hat heute Morgen gratuliert, der ehemalige republikanische Präsident. Nur einer weiß es wie immer nicht, Donald Trump. Und die Unsicherheit bleibt bestehen. Er möchte jetzt die Wahl anfechten, er möchte die Briefstimmen entsprechend nicht gelten lassen. Aber man muss sagen, es ist eine andere Situation als im Jahr 2000, wo eben auch Wählerstimmen neu ausgezählt wurden. Jetzt ist es einfach so, dass die Anwälte, die hinter Donald Trump stehen, keine großen Anwaltskanzleien sind, hier also keine große Rechtsgrundlage sehen, sondern dass nur sein privater Anwalt ist. Und das spielt der Markt ja auch ein ganzes Stück weit. Man spielt hier, dass Joe Biden gewonnen hat, dass Donald Trump nicht mehr die starke Macht hat, obwohl er ja noch bis Anfang Januar auch der Präsident ist, damit eben auch einen Stimulus in den USA verhindern kann, indem er sowas nicht unterschreibt. Auch ganz interessant, auch das Repräsentantenhaus wird bis Januar nicht 100% neu besetzt sein. Hier gibt es einige Stimmen, die eben noch neu zu verteilen sind und wo es spannend wird, ob die Republikaner oder die Demokraten sich durchsetzen. Aber es sieht alles danach aus, als wenn wir einen demokratischen Präsidenten haben und im Haus eben keine klare Mehrheit, was dazu führen sollte, dass diese extremen Maßnahmen, was die Wirtschaft angeht, die Joe Biden angekündigt hat, hier von der Börse ausgepreist werden und dass er eben auch als sehr moderater Demokrat gilt, also keinen großen Linksruck verursachen wird und durch dieses Ungleichgewicht im Haus eben hier auch eher dafür sorgen wird, dass die Wirtschaft weiter moderat läuft. Spannende Situation, was machen die Märkte draus? Heute Morgen ein großes Upgap nach oben. Montag ist ja rein statistisch seit der Corona-Krise mit Abstand der beste Börsentag. Ich hatte dir die Grafik hier schon für die Nasdaq mal gezeigt und du kennst sie aus dem Marktausblick. Der Mad Monday, schon verrückt, gerade Overnight, wie die Kurse dann häufig am Montag steigen. In der Euphorie vielleicht von Privatanlegern, vielleicht aber auch in der Begeisterung auf den Wahlsieger Joe Biden. Und das führt eben dazu, dass wir heute ein Signal sehen können. Vorsicht, wir haben es noch nicht gesehen, sondern es kann kommen. Das ist dieser berühmte Short Superstar, den du bei mir aus der Ausbildung sicherlich kennst und den ich hier bei YouTube auch für die aufmerksamen Zuhörer schon mal vorgestellt habe. Wenn wir eben heute unter 12.600 fallen oder präzise 12.586 im Future, dann würde ich im Live-Trading auch einen Short-Trade eingehen. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Deswegen ist meine einzige Position hier der Rentenmarkt Short. Ein Trade, den ich für die nächsten Wochen und Monate sehr mag, wo ich auch im letzten Video darauf eingegangen bin und am vorletzten Video am Donnerstag und wo ich im Marktausblick auch nochmal sehr tief reingehen werde. Denn dieser Trade hat für mich ein 5-Sterne-Muster, zumindest ab Jahresbeginn 2021. Und es zeigt eben auch, dass es eher ein mittel- bis langfristiger Trade, aber dass die Renditen hier mal wieder ansteigen können. Auch eben unter einer Haushaltspolitik von Joe Biden halte ich für durchaus möglich, denn das, was wir global sehen mit der Fiskal- und Stimuluspolitik, ist natürlich extrem und die ansteigenden Renten werden da eine Konsequenz sein. Und ich denke auch, dass das eins der größten Themen wird, was wir in der Periode von Joe Biden sehen. Also, Short Superstar heute, Arbeitsmarktdaten noch ganz kurz als Hinweis. Wir haben am Freitag ja um 14:30 Uhr die Non-Farming Payrolls gesehen. Die Headline war deutlich besser, das sieht man auch, der Markt hat hier relativ schnell 1% gewonnen, nur um dann wieder abzugeben. Der Zensus sah ganz gut aus, auch die Arbeitslosenquote ist deutlich zurückgekommen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, wenn man sich diese Langzeitarbeitslosen anguckt, also Menschen, die einfach nicht mehr zurück in den Job kommen, dann steigt die langsam auch an. Seit dem 31.07. gibt es ja eben hier keine Zuwendung mehr vom US-Staat. Diese Checks sind ausgeblieben und Donald Trump kann ja auch den nächsten Stimulus bis Januar verhindern. Und man merkt eben einfach, dass einige nicht mehr zurück in den Arbeitsmarkt kommen, die eben vor Corona eine Beschäftigung haben, die jetzt auf Dauer und permanent vom Arbeitsmarkt fernbleiben. Das ist meistens auch ein Anzeichen für einen wirtschaftlichen Abschwung. Man muss sehen, wie es da weitergeht. Die Zahlen waren in der Headline sicherlich sehr gut. Das hat den Markt hier auch überrascht und gefreut. Obwohl insgesamt, das sieht man, wenn man sich den Bloomberg Economic Surprise anschaut, und ich habe es ja auch in der Ausbildungsgruppe schon geteilt, dann ist es so, dass hier die Überraschungsraten ein ganzes Stück weit auch zurückgekommen sind. Statistik schauen wir uns noch an, was spannend war, was spannend ist. Das, was die Wahl macht für die Investoren, also was heißt es für die nächsten 4 Jahre, wenn ein Demokrat oder ein Republikaner gewählt ist, ist eigentlich nur ein sehr kleiner Unterschied und wirkt sich vor allen Dingen langfristig und zum Ende der Amtsperiode aus. Also wenn man nur die Statistik fragt, dann könnte man hier eventuell
sagen, dass die Wahl relativ egal ist. Ob das wirklich so ist, das hängt natürlich immer mit weiteren Dingen zusammen. Und wir schauen uns noch kurz die Wahlbeteiligung an, die ich persönlich auch ganz spannend finde. Und da muss ich auch gleich hier live den Trade machen, wenn der Markt hier nochmal deutlich fällt, also nochmal 70 Punkte runterkommt. Dann wird das Signal getriggert, das ist jetzt gerade live. Ich nehme die Videos ja immer auf und probiere sie dann möglichst schnell hochzuladen. Also hier habe ich noch keine Order eingestellt, werde es aber nach dem Video sofort tun. Und damit zeige ich dir noch ganz kurz die Statistik. Was du hier siehst, ist die Wahlbeteiligung in den USA seit 1900. Du merkst eigentlich, dass sie erst hier deutlich bis zum Krieg, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges zurückgegangen ist, dann seitwärts war und dass wir jetzt eine sehr starke und hohe Wahlbeteiligung hatten. Über 71 Millionen Menschen haben Donald Trump gewählt, 4,4 Millionen mehr haben ihre Stimme Joe Biden gegeben. Also hier 150 Millionen, fast ein bisschen weniger, haben sich eben an der Wahl beteiligt, was sehr, sehr viel ist. Also hier eine sehr hohe Wahlbeteiligung, die ja auch noch nicht endgültig feststeht, weil einiges noch ausgezählt wird von den Briefwahlstimmen. Also eine ganze Menge Amerikaner haben gewählt, zeigt auch, wie gespalten das Land ist. Ich denke, da war auch viel in der Presse und in den einschlägigen Zeitungen. Interessanter, und das wollte ich dir zum Ende noch zeigen, ist eben hier dieser Medianverlauf. Vorsicht, das ist nicht der Mittelwert. Den Unterschied solltest du kennen. Seit 1927, also über eine ganz, ganz lange Zeit zurück. Wie ist denn jetzt der Unterschied, wenn Demokrat oder Republikaner gewinnt? Und das wird die Investoren freuen. Und das hängt natürlich auch mit der langfristigen Aktienmarkthosse zusammen. Die ersten Tage nach einer Wahl, zumindest die ersten 5, 6, 7, 8, 9, 10, geht es meistens sogar runter, weil der Markt dann doch ein bisschen unsicher ist. Diesmal war es genau anders. Diesmal ging es deutlich nach oben. Aber dann die nächsten 100 bis 200 Tage, wo es ja auch klassisch ist, dass ein Präsident in den ersten 100 Amtstagen sehr aktiv ist, geht der Markt nach oben, ganz egal, ob es jetzt Republikaner oder Demokrat war. Und in der Zeit danach merkst du auch, dass diese rote Linie, also der demokratische Präsident, die blaue Linie besser abschneidet als die rote Linie, die eben, also der Republikaner schneidet schlechter ab insgesamt im Durchschnitt, also macht nur weniger Gewinn als diese blaue Linie. Also hier siehst du eben schön, was in den zweieinhalb Jahren nach der Wahl passiert. Die Demokraten gehen hier relativ stark und solide und einfach durchschnittlich nach oben, während eben hier die Republikaner zumindest nach 600, 700, 800 Tagen hier auch mal wieder ein bisschen an Wert verlieren. Ganz spannende Statistik, wie gesagt, hier über 90 Jahre, die ich dir zeigen kann und könnte für Investoren ein positives Signal sein. Wie gesagt, die Saisonalität ist ja durch den Halloween-Effekt in den nächsten 6 Monaten sehr positiv. Wir sind auch hier to date noch im Plus, da bin ich schon drauf eingegangen. Trotzdem würde ich davor warnen, die ganz große Euphorie auszurufen. Spannend wird nach wie vor das, was der Rentenmarkt macht. Da werden wir auch die stärksten Signale sehen. Wenn wir eben hier auch Probleme sehen, würde ich eben auch für die Aktienmärkte reagieren. Momentan sieht aber alles noch sehr, sehr gut aus. Ich bin auch überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so eine starke Börsenwoche sehen. Aber es zeigt einfach, dass der Markt das Hauptthema Liquidität hat, Stimulus hat und dass ihm viele Fakten egal sind, solange das Geld reinfließt, ähnlich eben wie 99, 2000 auch, wird der Markt gekauft und das muss man eben auch hier hinnehmen und dementsprechend sich dann auch positionieren. In dem Sinne, viel Erfolg für die Börsenwoche wünsche ich euch. Ich hatte ja schon angedeutet, ich werde jetzt ein bisschen weniger Videos machen, nur wenn es eben was zu berichten gibt und werde mich ein bisschen mehr auf die Ausbildungsgruppe fokussieren. Wir haben ja auch verschiedene Webinare in den nächsten Tagen und Wochen und ich freue mich vor allen Dingen da im Dialog über Discord mit euch zu sein und die ein oder andere spannende Grafik zu teilen, denn momentan gibt es ja eben sehr viele spannende Informationen, gerade aus dem Bloomberg-System, was ich mit euch da teilen kann. Und auch der Hinweis, wenn du in der Ausbildung bist und mich bis hierhin verfolgt hast, nutz gerne die Möglichkeit, stell deine Fragen, damit wir da auch mehr in den Dialog gehen können.